Deshalb mal gucken, wie es aussieht, denn ich sehe auch schon, ich spiegel ein bisschen. Naja, ich habe ja auch keine schöne Kamera, sondern ich benutze mein Handy dafür. Und noch nicht mal die hintere Kamera, sondern die vordere. Also so eine Billigkamera. So ein kleines Teil. Mal gucken, ob das brauchbare Ergebnisse abliefert. Wenn ja, dann kann ich das hier weiter benutzen. Wenn nicht, dann gibt es eben keine Facecam. So, jetzt möchte ich einmal gucken. Boah, ich denke, das hat die Query gemacht. Was? Okay. Vielleicht sollten wir das nächste Mal 9 Blöcke nehmen. Aber jetzt haben wir hier einen guten Gang nach unten. So. Ah, und die füllt tatsächlich auch das Zeug hier ab. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Mag ich, wie die das macht. Nur ich sollte hier Sicherheitszäune hinbauen. Das ist natürlich sehr wichtig. Gut. Das Problem haben wir schon mal gelöst. Am besten erstmal. Oh, ich glaube, das ging so. Ja, anziehen. Geht ja nicht nackig aus dem Haus. So, haben wir hier unseren Spind für unser Zeug. Obwohl, ich kann ja schon den Sand und das Gravel benutzen, um einmal kurz zu craften und zu brennen. Obwohl, weiß ich jetzt nicht, ob ich genügend so, ich habe 40 Ground bekommen. Gut. Ja. Sicherheitsarbeiten. Auch wenn ich jetzt nur 2 habe. Finde ich hier bestimmt noch was. Genau, da oben habe ich 64 Dirt. Cobblestone. Stone. Gravel kommt auch mal hier rein. Oder, ne, lasse ich mal im Inventar. Dann kann ich das gleich benutzen. Und kommt das so lange in den Spind. In den Spind. Rein mit dir. Das und Clay. Und Grant wird gebrannt. Ich hoffe, das geht mal gut. Bei dem wenig Kohle, was ich habe, müsste ich eigentlich jetzt gleich nochmal schlafen gehen. Und dann einmal Kohle holen. Und zwar da unten. Bei M83 gab es jede Menge schönes Zeug. Das machen wir jetzt auch. Wir haben ja hier. Was hier? Nein, das war nicht hier. Das kann ich eigentlich auch wieder zubauen. Es muss ja auch schön aussehen, natürlich. Deshalb ist das ja auch hier so schön unterschiedlich. Das hat etwas, was man nicht beschreiben kann, aber was trotzdem als Kunst gilt, ja? Und das sollte es auch immer haben. Denn das, was ich auch mache, das ist eine Kunst. Das kann man nicht so einfach verspotten. Sag jetzt nichts dagegen. So. Und wir laufen den langen Gang entlang. Und wir laufen und wir laufen und wir laufen. Wer ist mit dem Schwert? Ach ja. Stimmt. Das Ding sollten wir mal ein bisschen umbauen, aber nicht zubauen, denn ich weiß, dass man für die Smeltery nachher Silver braucht man jetzt nicht unbedingt. Für die Smeltery nachher
Lava braucht. Reinforced Pickaxe. Gut. Wenn ich noch einen Diamant finde, dann packe ich den auch auf die Pickaxe drauf. Dann habe ich da schon mal eine richtig geile Pickaxe, die man gebrauchen kann. Das war schon mal schön, dass ich die gefunden habe. Das kann man auch schon mal abbauen. Brauche ich ja gleich. Hoffe ich zumindest, dass ich dann nicht zu viel habe, denn das kann ich dann wieder wegschmeißen. Einfach noch das mit, was ich hier finde. Und, oh ja, wie wäre es, wenn ich erstmal die Bronze-Pickaxe benutze? Denn die habe ich dummerweise gebaut, bevor ich das mit dem Tink-Construct gesehen habe, dass man die reparieren kann. Und dann schrotte ich die erstmal und benutze dann die andere. Zumindest habe ich jetzt Gold. Und nachdem ich nach Hause gekommen bin, sollte ich die auch nicht schmelzen. Boah. So. Denn mit das Meltery, die man dann baut, da bekommt man, ich glaube, manchmal das Doppelte, manchmal das Vierfache raus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wann. Aber das könnte... das ist mindestens das Doppelte, soweit ich weiß. Natürlich nur bei Ohren. Wenn es jetzt was anderes ist, dann ist das natürlich so wie Kohle oder so, kann man ja nicht schmelzen. Aber dafür braucht man auch Lava. Und ja, ist es eigentlich gut, das Doppelte und Lava zu holen. So. Und man kann auch diese... Hallo. Pass auf, ich stehe hier drunter. Was wollte ich gerade sagen? Keine Ahnung. Das ist ein Zombie. Kein Bock auf den. Kann ich gleich erstmal alle meine Sachen schön mit Redstone aufbessern. Bist du? Ich weiß es jetzt nicht. Okay, der müsste hier hinter sein. Erstmal nach da hinten graben. Oh, das war jetzt natürlich doof. Da gehe ich jetzt nicht rein. So, aber ich schlachte das Zeug hier erstmal aus. Da. Oh, nein, nein, nein. Jetzt werden ja meine ganzen Fackeln weggelöscht. Ah, gar nicht. Ja, gut. Ja. Die sind alle da unten. Gut. Dann kann ich ja hier weiter abbauen. Dank meinen Fähigkeiten, mich von der Außenwelt zu trennen. Und alle unwichtigen Gefahren gekonnt zu stabilisieren. Aluminium! Das ist wohl sehr wichtig. Ich weiß jetzt nicht, wo und wie viel und wozu man das braucht, aber
Soll wohl sehr selten sein. Habe ich mir sagen lassen. Ob das jetzt so ist, keine Ahnung. Wie gesagt, ich spiele diese Mod jetzt das erste Mal. Und ich habe mir vorgenommen, so viel wie möglich davon zu machen. Mal gucken, was ich davon halten kann. So, jetzt kann ich meine andere Spitzhacke gebrauchen. Spitzhacke, hallo.